10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ihr kennt doch alle die Ibs-Tiere. Ihr wisst schon, Ibs, das Känguru, Kasper, die Maus, Patsch, den Frosch und Willi, den hübschen gelben Vogel. Naja, ich weiß, ihr kennt sie natürlich, wenn ihr Ibs-Leser seid. Das sind die vier, die immer das Spielzeug ausprobieren, das bei dem Heft immer dabei ist. Aber die vier probieren ja nicht nur Spielzeug aus. Sie erleben ja auch sonst so allerhand, was eben vier so unterschiedlichen Tieren alles passieren kann, wenn sie für eine Jugendzeitschrift arbeiten. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, wie sie das große Hindernisrennen gewonnen haben. Aber das ist ja eine andere Platte und da soll nichts verraten werden. Heute erzählen wir euch die Geschichte, wie die vier sich als Detektive bewährt haben. Aber jetzt verrate ich ja schon wieder viel zu viel. Das werdet ihr ja alles gleich selbst hören. Ibs, wo steckst du denn? Quack, quack, quack. Na hier, im Liegestuhl, Patsch. Was ist denn? Quack, quack, wo bist du? Hier im Garten. Warum denn, Patsch? Komm schnell ins Haus. Ach, wozu denn? Quack, quack, frag nicht. Komm, quack, 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 quack. Ach, kann man nicht mal ein halbes Stündchen Ruhe haben? Was ist denn los, Patsch? Da ist ein Kriminalpolizist, ein Kommissar. Was will der denn? Hat der Kasper wieder irgendwo Käse geklaut? Hab ich auch erst gedacht, aber es ist was Wichtiges, sagt er. Er sitzt im Zimmer und plaudert mit Kasper und Willi. Also gut, Patsch, komm, gehen wir mal rein. So, das ist unser Freund Ibs, Herr Kommissar. Ah, Sie sind also Ibs, das Känguru. Ich kenne Sie schon von den Ibs-Heften, die meine Kinder immer lesen. Mein Name ist Wegener. Ich bin Kriminalkommissar. Ja, das habe ich schon gehört, Herr Kommissar. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Was verschafft uns das Vergnügen? Hat einer von uns was ausgefressen? Nein, ganz im Gegenteil. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich komme mit einer Empfehlung Ihres Chefredakteurs. Aha. Und was können wir für die Kriminalpolizei tun? Nun, Sie wissen sicher, Herr Ibs, dass in letzter Zeit das Spielzeug, das Ihr Verlag mit den Ibs-Heften für seine jungen Leser mitliefert, imitiert und zu Schleuderpreisen auf den Markt gebracht wird. Nein! In ganz schlechten, üblen Imitationen, die sofort kaputt gehen. Man ist bei Ihnen im Verlag sehr verärgert darüber, weil die Nachahmungen immer schon vor dem Erscheinen ihrer nächsten Ibs-Nummern herauskommen, den Überraschungseffekt kaputt machen und durch ihre minderwertige Verarbeitung den Wert ihres Spielzeugs herabsetzen. Ja, das ist uns natürlich bekannt. Das ist unerhört. Es gibt so schlechte Menschen. Nun, wir sind dahinter gekommen, dass das Werksspionage ist. Draußen in dem Werk, wo die Sachen gefertigt werden, ist wiederholt eingebrochen worden. Der Nachtwächter hat die Täter nicht erwischt, nur einmal war es ihm fast gelungen. Aber er wurde durch Lachgas aus einer Gaspistole außer Gefecht gesetzt. Er behauptet, es sei ein Mann und eine Frau gewesen. Aber er ist sich nicht ganz sicher, weil beide in Overalls gesteckt haben und Stumpfmasken trugen. Wie greulich. Ich habe davon gehört. Und was können wir nun dabei tun? Sie verstehen sicher, Herr Ibs, dass ich das Gebäude nicht dauernd überwachen lassen kann. Da ist Ihr Chefredakteur auf den Gedanken gekommen, dass Sie uns helfen könnten. Wenn wir Polizisten hinstellen, vertreiben wir sicher die Einbrecher. Sie dagegen fallen gar nicht auf. Einen Frosch, eine Maus oder einen Vogel bemerken die Kerle gar nicht. Sie, Herr Ibs, würden leider zu sehr auffallen. Ein Känguru... Ja, natürlich. Ja, was meint ihr, Freunde? Ja, das machen wir selbstverständlich, Ibs. Das sind wir unserem Spielzeug schuldig.
Wir sind ja am meisten betroffen, wenn der Schaden entsteht. Ganz klar, Quark. Wir helfen Ihnen. Ehrensache, Herr Kommissar. Na, großartig. Wie Sie vorgehen, möchte ich ganz Ihnen überlassen. Sie wissen am besten, wie Sie sich einteilen können. Also abgemacht, Herr Kommissar. Wir... Oh, einen Augenblick, bitte. Ja, bitte? Ja, richtig. Ich bin am Apparat. Ja, gern, einen Augenblick. Es ist für Sie, Herr Kommissar. Für mich? Ja, danke. Ja, bitte? Wegener. Ja? Was, am hellen Tage? Ja, richtig. Natürlich, es ist ja Sonntag. Da dachten die Kerle, das Gebäude ist nicht bewacht bei Tage. Und der Wächter? Na, Gott sei Dank. Ja, ich komme gleich. Ja, meine Herrschaften, wollen Sie gleich mitfahren und sich die Sache ansehen? Ja, aber klar, Herr Kommissar, mit Vergnügen. Los, quack. Also dann, bitte. Bitte einsteigen. Kommen Sie rein in den Wagen, Kasper? Nehmen Sie mich einfach auf die Hand und setzen Sie mich rein, Herr Kommissar. Oder ich laufe an Ips Bein hoch. Aber nein, kommen Sie doch auf meine Hand. Ja, ja, das kitzelt aber, wenn Sie darauf laufen. Tut mir leid, ich habe so kleine spitze Krallen an den Pfoten. Ja, macht ja nichts. Wollen Sie vorne an die Windschutzscheibe? Gern, dann sehe ich was. Ich auch, bitte. Darf ich Ihnen helfen, Patsch? Oh, danke. Das mache ich im freien Sprung. Da bitte. Großartige Leistung. Ich wusste nicht, dass ein Frosch so hoch springt. Aber Sie sind ja auch ein sehr großer Frosch. Und ich setze mich neben Sie, wenn Sie gestatten. Und der Willi setzt sich auf meine Schulter. Willi! Alles fertig? Dann kann's losgehen. So, gleich sind wir auf der Straße und können abzischen wie die Feuerwehr. Ui, zieht das! Können Sie das Lüftungsgebläse für die Windschutzscheibe abstellen? Ich hol mir sonst einen Schnupfen. Quack, wer bitte zieht? Quack! Es zieht ganz saumäßig. Ach, natürlich. Ich hätte daran denken sollen. Die sonderbare Fuhre sauste durch die Stadt, wobei sie viel Aufsehen erregte. Kasper und Patsch sahen die wenigsten, aber Ips, das Känguru, mit Willi, dem großen gelben Vogel auf der Schulter, erregte größtes Erstaunen. Ein Mann im Wagen neben ihnen musste so glotzen, dass er aus Versehen den Rückwärtsgang einlegte, als die Ampel grün wurde und seinem Hintermann mit großer Wucht gegen die Stoßstange knallte. Endlich kamen sie zu der netten kleinen Fabrik, in der das Ips-Spielzeug hergestellt wird, und fuhren durch eine Grünanlage vors Haus. Die Direktorin des Werkes war schon da, um sie höchstpersönlich zu empfangen. Endlich, Herr Kommissar, endlich! Also stellen Sie sich vor. Oh, Tag Ips! Hallo, Patsch. Ach, und Kasper und Billy sind ja auch da. Tag, Kinder. Also stellen Sie sich vor, am hellen Tag. So eine Frechheit. Gott sei Dank war der Wärter da. Da sind Sie ausgerissen. Ach, bitte beruhigen Sie sich, gnädige Frau. Es ist ja nichts passiert diesmal. Aber wieso sind Sie denn da? Na, der Wärter, der hat mich doch angerufen. Ich konnte ihn zwar kaum verstehen. Sie haben mit Lachgas auf ihn geschossen. Und ich bin... Ach, Gott sei Dank, da kommt er ja schon. Guten Tag, Herr Kommissar. Gut, dass Sie kommen. Es war nämlich schrecklich. Also entsetzlich war es. Was macht der um Himmels Willen? Ja, das Lachgas, Kasper. Ach so, ja. Aber da kann ja niemand ernst bleiben. Ich tut mir leid. Haben Sie diesmal die Leute richtig gesehen, Herr Müller? Ja, ich kriege keine Luft. Keine Luft mehr. Es
waren wieder die zwei mit, aber mit Strumpfmasken. Oh, mit Strumpfmasken. Ich trete, oh Gott, in den Gang und die stehen da wie aus dem Boot, oh, wie aus dem Boot gewachsen vor mir. Ich bin, oh Gott, also zu Tode, Herr Schwappen, bin ich. Die Strumpfmaske, also die sehen schrecklich aus. Ah, entschuldigen. Sind Sie sofort geflohen? Warum lachen Sie denn, Herr Kommissar? Ich finde das gar nicht komisch. Oh, mein Bauch. Die haben mich niedergeschlagen, haben die mich. Aber Gott sei Dank war es nicht so schlimm. Also, ich kann nicht mehr. Gott helfe mir. Aber dann kann ja kein Mensch ernst dabei bleiben. So traurig es ist. Und kein Tier. Ich glaube, die Wirkung lässt langsam nach. Oh, mein Gott. Das geht ja für eine halbe Stunde. Wissen Sie, ich bin ja ganz erledigt. Ja, entschuldigen Sie, das klingt derart an. Es ist uns peinlich, wirklich. Also, Sie meinen, es waren dieselben. Ein Mann und eine Frau. Ganz sicher. Ich habe sie dies noch nämlich bei Licht gesehen. Aber mit den Overalls und den Strumpfmasken. Also, ich kann da keine Beschreibung von Ihnen geben. Es tut mir leid. Na, aber wenigstens die Größe. Ja, die Größe. Also, der Mann so circa 1,80, würde ich sagen. Und die Frau, naja, so ein Kopf kleiner. Damit kann man natürlich nicht viel anfangen, Herr Kommissar. Nee, praktisch gar nichts. Passen Sie auf, meine Herrschaften. Die Bande ist ausgerissen. Hat also nicht erreicht, was sie wollte. Die kommen also wieder. Heute Nacht wird es wahrscheinlich nichts werden, dann aber bald. Haben Sie irgendeine Neuigkeit, auf die diese Gesellschaft besonders scharf sein könnte? Ja, wir haben ein sehr nettes kleines Fernglas entwickelt, das den Kindern bestimmt einen riesen Spaß machen wird. Und ganz billig herzustellen ist. Eine kleine Sensation, kann man sagen. Das müssen Sie erfahren haben. Ist auch nicht schwer. Wir sind ja schließlich kein Rüstungsbetrieb und es gibt praktisch keine Schweigepflicht für unser Personal. Na, ich könnte mir denken, dass Sie es darauf abgesehen haben. Sehr gut. Passen Sie auf. Ab sofort übernehmen hier unsere Freunde vom Yps-Tierteam die Bewachung. Sie, Herr Müller, sind auch da, damit es nicht auffällt. Und Sie, Frau Direktor, ersetzen die richtigen Konstruktionszeichnungen durch falsche. Damit kein Schaden entsteht, wenn die Bande hier unseren Freunden entgehen sollte. Und die lassen wir sie dann ruhig klauen und verfolgen den weiteren Weg der Gauner. Ja, gut, das wird vorbereitet. Das ist eine gute Idee, Herr Kommissar. Uns bemerkt diese Bande gar nicht und wir können beobachten, was sie dann machen. Ja, ich glaube auch. So könnten wir weiterkommen. Nur keine Sorgen, wir werden sie schon schnappen. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Doch in ihrer Bude bleiben, Herr Müller. Nicht, dass sie uns die Brüder vertreiben. Ja, ich hau ja schon ab. Aber mein Gott, mir ist bloß so ein bisschen unheimlich. Nur keine Angst. Wir sind ja da. Gehen Sie in Ihr Wachzimmer. Aber lassen Sie das obere Flurfenster offen, damit Willi reinfliegen und Bescheid sagen kann, wenn Sie kommen. Dann kriegen Sie Nachricht von uns. Und schnarchen ganz laut, damit die denken, sie schlafen. Ja, das habe ich ja alles verstanden. Also dann, ab in Ihre Bude, Herr Müller. Ja, also, toi, toi, toi. Huch, unheimlich, so eine Verbrecherjagd. Hoffentlich kommen sie heute, damit wir es bald hinter uns haben. Huch, ist das dunkel. Ich habe mir den rechten Flügel an der Ecke angeschlagen. Kaspar, wo steckst du? Hier, Willi. Kommen Sie? Ja, eben sind Sie drei Quadrate weiter aus Ihrem Auto geklettert.
Ein Mann, so eine fiese Type und ein ganz nett aussehendes Mädchen. Jetzt schleichen sie langsam zum hinteren Gartenzaun. Masken haben sie noch keine auf. Wo ist Patsch? Er sitzt im Konstruktionsbüro unter dem Schrank, falls ich nicht schnell genug rankomme. Prima. Ich beobachte weiter und komme gleich wieder. Ist das Gangfenster bloß angelehnt? Alles in Butter. Tschüss, bis gleich. Herr Müller. Ja? Sind Sie es, Kasper? Ja, Sie kommen. Sie können anfangen zu schnarchen. Und möglichst echt, bitte. Oh Gott, ich habe wirklich ziemlich Angst. Keiner tut Ihnen was, wenn Sie schön schnarchen. Also, bis nachher. Ja. Kasper? Ja, Willi? Sie kommen angeschlichen. Jetzt haben Sie die Masken auf. Ich warte draußen, bis Sie zurückkommen und verfolge Sie dann. Prima. Viel Glück, Willi. Und lass dich nicht abhängen. So schnell wie in Ihr Auto bin ich allemal. Hast du auch gehört, Patsch? Das in Ordnung. Bin auf meinem Posten. Jetzt. Gleich sind sie da. Also mich regt das alles so auf, ehrlich. Wehen dem bisschen Knacken da. Das ist doch überhaupt keine Affäre. Kleine Nebenbeschäftigung. Ist eigentlich eines ollen erfahrenen Einbrechers unwürdig, so eine Kinderarbeit. Aber dieser Ching Peng Wei zahlt ja ganz anständig. So, nun mal Schluss mit die Konversation. Sonst hört uns der Wächter, der Ole Doofkopf. Ach, Emil, das ist mal so unangenehm. Das mit dem Lachgas. Mensch, Mädel, hast du Säuen. Denn lacht er eben mal eine Stunde. Was soll's? Hat's sonst nicht zu lachen bei die Rente, die der olle Dussel kriegt. Ha, sieh doch mal. Das Fenster ist nicht mal richtig zu. Ist das nicht verdächtig? Quatsch, ist doch bloß Schlamperei. Hörst du deinen Superwächter, Erna? Der pennt wie ein Murmeltier. Hörst du den Holz sehen? Mensch, kann der schnarchen. Das ist gut, da brauchen wir ihn nicht wieder zu betäuben. So, komm, Puppe. Krieg rin. Ach, Emil. Kannst du denn nicht alleine diese Zeichnungen holen? Ich hab immer Angst, dass ich nicht schnell genug wieder wegkomme. Du Quatsch, Erna. So schnell kannst du auch eine Fliege machen, wie der olle Esel braucht, um von seinem Sofa da hochzukommen. Na los, komm schon. Tut mir leid, aber ich brauchte eben. Ich kann doch die blöden Zeichnungen nicht unterscheiden. Dann bringe ich die falschen mit. Ich bin ja schon da. Komm. Sei doch leise, Emil. Hier rechts die Tür. Unverschlossen. Na, prima. Brauche ich nicht lange mit dem Dietrich rumzufummeln. Verdammt, ölen könnten die ihre Türen auch mal wieder. Na komm, renn und mach leise zu. Himmel, was ist denn jetzt wieder los? Eben ist mal was um die Füße gehuscht. Hat vielleicht eine Maus. Um Gottes Willen! Was ist denn hier los, du Zicke? Lass mich sofort raus. Wenn hier eine Maus ist, sterbe ich vor Angst. Jetzt nimm dir gefälligst zusammen. Wahrscheinlich hast du dir das bloß alle eingebildet. Nein, bestimmt nicht. Leuchte mal im Zimmer rum. Da! Da flitzt du unter dem Schreibtisch! Na und, Mensch, schreib bloß nicht nochmal so rum. Da wird selbst der olle Döskopf wach. Euch mal. Der pennt wirklich trotz deinem Gekreische. Man hat ja einen gesunden Schlaf. Komm her, Emil. Geh nicht von mir weg. Ich hab Angst wegen der Maus. Erna, ich glaube, du hast nicht alle Tassen im Schrank. Mädel, die Maus rennt doch vor dir weg. Na komm schon. Welcher ist denn der richtige Schrank? Da,
Der da rechts, Globig wenigstens. Da hatten sie immer die neuesten Zeichnungen drin. Nein, das nicht. Das ist doch eine alte Sache. Mensch, hier, das ist es. Das Super-Mini-Fernrohr. Mensch, zeig mal. Leuchtet doch mal richtig drauf. Ja, das ist es. Prima. Da wird sich der olle Jaune der Ching-Ping-Wei aber freuen. Na, das ging ja prima schnell. Und komm, den verduften wir. Ja, bloß raus, ehe die Maus... Leise mit der Tür. Verdammt. Da huscht sie wieder. Emil, Hilfe! Ruhe, du blöde Jans! Donnerwetter, hat der Kerl einen Schlaf. Ist ja beneidenswert. Los, rasch. Raus aus dem Fenster. Na nun, mach schon. Na komm, los. Aber leise, damit uns der olle Döskopf zum Schluss geht. Bin da. Es hat geklappt. Sie haben die Zeichnungen. Aber los, halte dich nicht auf. Hau ab, Willi. Du musst dem Auto nachfliegen. Stelle fest, wo sie hinfahren und komm rasch nach Hause. Gut, gut. Ich muss mich beeilen. Herr Müller. Menschenskind, der pennt ja wirklich. Herr Müller. Ja. Kasper. Ist alles in Ordnung? Alles okay, Herr Müller. Die Bande war da und hat alles fein säuberlich geklaut. Los, lassen Sie schnell Patsch aus dem Zimmer und lassen Sie uns ein Taxi kommen. Jawohl, geht in Ordnung. Na, hoffentlich fassen sich die Gesellschaft. Darauf können Sie sich aber fest verlassen, lieber Mann. Kasper die Maus und Patsch der Frosch fuhren mit dem Taxi nach Hause, wo Ips auf sie wartete. Der Taxifahrer war ganz begeistert von seinen seltsamen Fahrgästen, die wieder vorn an der Windschutzscheibe saßen und die Warmluft der Heizung genossen, denn es war ziemlich kühl in der Spielzeugfabrik gewesen. Der Taxifahrer bot Kasper ein Stück von seinem Käsebrot an und bedauerte tief, dass er keine Fliegen für Patsch hatte. So kamen sie gut zu Hause an. Hallo, ihr beiden. Ihr kommt schon. Es hat also alles geklappt, ja? Ja, ist alles tadellos. Das Pärchen hat die gefälschten Zeichnungen genommen und ist ab damit. Wir müssen bald von Willi hören, ob er sie nicht aus den Augen verloren hat. Sie sind mit einem Auto weg. Oh, das macht gar nichts. Willi ist so schnell wie jedes Auto. Oh, Moment mal, vielleicht ist das schon was. Hallo, ihr Ips? Hallo, ist da das komische Känguru? Ja, das bin ich. Schalte doch den Verstärker ein, damit man mithören kann. Und ich habe ehrlich gedacht, ich spinne, wo da ein Vogel reinfliegt und wie ein Mensch redet und sagt, wir sollten sofort den Känguru anrufen. Aber wir haben dann den Kommissar Wegener erreicht und er sagt, es wäre alles okay. Also das ist schon in Ordnung, Herr Wachtmeister. Ich bin wirklich ein Känguru und wir arbeiten wirklich für eine Zeitung. Sagen Sie, ist Willi bei Ihnen? Wer? Ach so, ja, Willi. Willi ist der Vogel, der bei Ihnen sitzt, Herr Wachtmeister. Ich verstehe. Ich lege hier den Hörer neben ihn auf den Tisch. So, bitte. Ich, ja, hallo, Ips. Bist du da? Ja, Willi, aber bitte etwas lauter, du piepst so leise. Ist das jetzt besser? Ja. Also pass auf, Ips. Die beiden wohnen in einem Hotel beim Bahnhof. Der Wagen steht vor der Tür. Ich habe schon mit Kommissar Wegner telefoniert. Er freut sich sehr. Ist ja bald morgen und er kommt euch bald abholen. Ich fliege jetzt hin und halte Wache. Die Polizisten hier auf dem Polizeirevier haben mir so einen Piepser mitgegeben. Weißt du, so einen kleinen Sender. Komm schnell. Ja, das geht in Ordnung. Das hast du prima gemacht, Willi. Also, tschüss, bis bald. Hallo, machen Sie sich keine Sorgen. Wir passen auf Ihren Freund auf, bis Sie mit Herrn Kommissar Wegener kommen. Wiederhören. Nur wenig später fuhren Ips, Kasper und Patsch mit dem Kommissar Wegner in dessen Auto zu dem Hotel am Bahnhof. Es war inzwischen schon längst hell geworden und der Verkehr in vollem Gange. Unterwegs nahmen sie noch die Frau Direktor von der Spielwarenfabrik mit, die unbedingt dabei sein wollte. So kamen sie beim Bahnhof an.
So, da sind wir. Hoffentlich bemerkt uns Ihr Freund Willi. Aber sicher, Herr Kommissar. Sehen Sie, da oben sitzt er auf der Laterne. Er hat uns auch gesehen und kommt hergeflogen. Und drehen Sie doch mal das Fenster runter, damit er rein kann. Moin, Herrschaften. Bin ich müde. Das war eine lange Nacht. Oh, das glaube ich dir, Willi. Sag mal, hältst du noch durch? Ja, das ist doch wohl klar. Also, die zwei sind noch drin. Das da drüben ist ihr Auto, der weiße Rekord. Sie sind vor einer Stunde aufgestanden und haben sich angezogen. Woher weißt du das, Willi? Na, woher wohl? Bin aufs Fensterbrett geflogen und hab reingeguckt. Eva, ich werde in Zukunft eine Vogelstaffel bei der Kripo beantragen. Ja, und jetzt sitzen sie beim Frühstück. Ich glaube, sie wollen dann gleich wegfahren. Denn sie haben die Rolle mit den Zeichnungen dabei. Also vor ihnen muss man sich ja direkt in Acht nehmen, Willi. Da ist man ja nirgends sicher. Na, Frau Direktor, ich würde mir natürlich nie erlauben, in Ihr Fenster zu schauen, wenn Sie sich anziehen. Aber die Kriminalarbeit ist ganz ruhig. Das Mädel hat mir Krümel von ihrem Frühstück aufs Fensterbrett geworfen. Die ist überhaupt ganz nett. Der Kerl hat die bloß im Schlepptau. Du hast doch hoffentlich die Krümel von solchen Gangstern nicht angenommen. Du wirst lachen, Patsch. Ich habe sie alle aufgegessen. Ich habe nämlich Hunger nach der langen Nacht. Das sieht man. Jetzt kommen sie raus. Pass auf, ich fliege hinter ihnen her und lasse meinen Sender piepsen. Dann brauchen sie nur dem Ton nachzufahren und können unauffälliger folgen, weil sie nicht so dicht ran müssen. Prima, Willi. An ihnen ist ein Kriminalpolizist verloren gegangen. Also, ich starte. Sie fahren an. Also hinterher, Freunde. Der Polizeiwagen folgt mit Abstand. Donnerwetter, das geht aber ziemlich weit raus aus der Stadt. Mir scheint, das ist die Richtung zum See. Ja, das ist ganz sicher. Aber was wollen Sie da draußen? Keine Ahnung. Da, da vorne ist der See. Sie fahren zu dem Anlegesteg gegenüber der Insel. Ist sie denn bewohnt? Es steht eine alte Villa darauf. Aber da wohnte bisher niemand. Da kommt Willi geflogen. Oh, halten wir an. Na, Willi, wie sieht's aus? Erzähl doch mal, Willi, was ist denn? Also, Sie wurden am Bootsweg von einem Motorboot erwartet. Da saß ein Chinese drin oder irgend so was Gelbes. Vielleicht ist es auch ein Japaner. Ich kenne mich bei Menschenrassen nicht so aus. Aber jetzt fahren Sie zur Insel. Verdammt, das ist aber ärgerlich. Was machen wir jetzt? Ich fliege natürlich rüber, aber ich möchte mich nicht so oft sehen lassen. Das Mädchen hat mich doch heute Morgen schon gefüttert. Vielleicht erkennt ihr mich wieder. Ja, der hat recht. Dann schwimme ich eben rüber. Ich sehe mal nach, was Sie machen. Und Willi beobachtet mich von einem Baum und gibt Bescheid. Aber wie kommen Sie rüber, Herr Kommissar? Das ist kein Problem. Ich bestelle bei der Wasserschutzpolizei ein Boot. Bloß bis wir anlegen, können die alle Spuren beseitigen. Ihr müsst scharf aufpassen. Geht in Ordnung. Fahr Patsch zum Wasser und dann geht's los. Das wird ja direkt spannend, wie ein Krimi. Das ist ein Krimi, Frau Direktor. Avanti! Während die übrige Gesellschaft einige hundert Meter weiter in einer Bucht auf das Boot der Wasserpolizei wartete, schwimmt Patsch hinüber zur Insel. Willi ist schon vorausgeflogen und sieht sich alles an. So kann er, als Patsch patschend an Land steigt, schon über alles berichten. Ja, Willi, war schön, mal wieder ein ordentliches Stück zu schwimmen. Quack, ich fühle mich so richtig wohl. Sie sind erst ins Haus gegangen. Ich hab vom Baum vor dem Fenster aus gesehen, dass da im ersten Stock eine richtige Fabrikation ist. Da steht allerhand von unserem Spielzeug herum, das noch gar nicht herausgekommen ist. Die müssen schon lange geklaut haben. Jetzt sitzen sie im Garten und haben die Pläne von dem Fernrohr auf dem Tisch. Hier, gleich hinter den Büschen, da ist ein Tisch und Gartenstühle. Ich möchte mich nicht sehen lassen. Hoppst du mal hin? Quack, okay, Willi, geht in Ordnung. Das ist alles ein Lügenplan. Das ist kein richtiges Fernrohr.
Damit kann kein Mensch in die Ferne sehen. Da haben Sie sich eine listige Fälschung anlegen lassen, Herr Emil. Nun machen Sie aber mal einen Punkt, Meister. Das sind Zeichnungen, die wir unter Lebensgefahr aus der Fabrik geholt haben. Wollen Sie uns etwa aufs Kreuz legen? Aber nicht mit mir, Sie. Legen Sie nicht zu hoch an, Falk. Ich will niemand aufs Kreuz legen. Ich will bloß die listigen Zeichnungen für das Fähnlohn. Aber das sind die Zeichnungen. Fräulein Ilna, Sie haben in der Fabrik gearbeitet. Sie müssen noch Lichtiges von Falschen unterscheiden können. Guck mal, da hat der Frosch... Lassen Sie den Frosch. Wir sind am Wessel. Da gibt's viele Flösche. Da, ist er weg. Ich sage Ihnen, Sie wollen mich betrügen, mich leinlegen. Aber ich bin kein Trottel. Quack, 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 flieg rüber zum Boot, Willi. Sie sollen kommen, das reicht alles an Beweismaterial. Quack, 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 quack. Und denken Sie ja nicht, wir können uns jetzt bescheißen. Herr Chingpeng, sowieso. Ich will mein Geld. Keine Malk, keine Malk. Sie leugnen, Sie verblechen. Aber das können Sie uns doch nicht antun, Herr Chingpeng Wei. Keine Malk, das schwöre ich Ihnen, Fräulein Ilna. Da, heilige Konfuzius, die Wasserpolizei, legt es sich willkommen. Was? Halt! Stehen bleiben! Es hat keinen Zweck, dass Sie fliehen. Herr Kommissar, ich ergebe mich. Ich bin betrogen von diesem Verbrecher da. Er leist aus! Ich krieg den nicht, ihr verdammten Bullen! Los, Leute, fangt den Kerl! Oh, lassen Sie nur, Herr Kommissar. Den hab ich gleich. Sehen Sie nur, mein Gott, macht Ips Sprünge. Er hat ihn schon eingeholt. Jetzt rennt er einfach um. Da, er versetzt ihn eins mit den Hinterbeinen, dass er zu Boden geht. Na, da haben ihn ja schon, meine Leute. Und Sie, Herr, Sie sind verhaftet wegen Werkspionage, Anstiftung zum Einbruch, unlauteren Wettbewerbs, Diebstahl geistigen Eigentums, Fabrikation ohne behördliche Zulassung und wahrscheinlich fallen mir noch 10 andere Delikte ein. Ich blutes Lele! Und Sie, Erna, schämen Sie sich nicht? Ja, habe ich Sie denn nicht immer anständig behandelt? Das tut mir ja so leid, Frau Direktor. Aber ich habe den Kerl da geliebt, den Emil. Na, Herr Kommissar, sind Sie zufrieden mit uns? Hervorragend! Sie haben alle 4 erstklassige Arbeit geleistet. Na, prima. Vielleicht machen wir ein Detektivbüro auf. Kaspar, Patsch und Willi. Ermittlungen aller Art. Gute Idee. Und mich können Sie als Referenz angeben.